Wer diese Sendung aufmerksam geschaut hat, der weiß, dass ich im Finale in einem ganz besonderen Quiz direkt gegen Paulina antrete. Damit es dann auch wirklich fair zugeht, moderiere ich das Finale nicht, sondern jemand, der das wirklich kann. Sie ist Moderatorin, Schauspielerin und so schlau wie wir beide zusammen. Hier ist Katrin Bauerfein. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Oh, hi, Katrin. Bin ich froh, dass du da bist. Der letzte Showdown zwischen euch beiden. Ja. Ist doch herrlich. Ja, ich bin froh, dass es vorbei ist für mich. Jetzt übernimmst du. Ja, wobei es gibt noch eine große Sache zu gewinnen. Das Cover. Richtig, des, aber ich muss es mal moderieren. Das witziges Rätselkarussell. Das stimmt, das stimmt. Das machst du jetzt. Das mache ich jetzt. Ich übernehme ab jetzt. Wir spielen das Finale. Das Finale ist für alle, die das noch nicht gesehen haben, ein Quiz. Und in diesem Quiz passiert Folgendes. Es sind normale Fragen und beide versuchen sie möglichst richtig zu beantworten. Und dann wende ich mich immer an Paulina und frage sie, was sie geantwortet hat. Das lösen wir auch sofort auf und dann bekommst du deine Punkte, je nachdem. Und dann kommen wir zu Elias, weil bei ihm ist es ein bisschen anders. Elias muss uns nicht sagen, was er aufgeschrieben hat. Dafür darf er blöffen und behaupten, was er will, um Paulina dazu zu kriegen, eine ihrer erspielten Münzen einzusetzen. Wenn da die falsche Antwort steht und du recht hattest, dann behältst du deine Münze, er bekommt keinen Punkt, du gehst eventuell in Führung. Wenn da aber die richtige Antwort steht, dann bekommt Elias natürlich den Punkt und deine Münze ist weg. Sobald du keine Münze mehr hast, kriegt Elias das Cover. Dann ist das Spiel sofort vorbei. Sofort vorbei. Okay. Und wir spielen, bis einer 5 Punkte hat. Okay. Aber du hast gute Voraussetzungen. 3 Münzen. Ich habe alle 3 Münzen. Du hast alle 3 Münzen. Also wirklich, mehr geht nicht. Das ist wirklich gut. Okay, fühlt ihr euch bereit? Denn dann kommt jetzt das Finale. Welches Unternehmen gründeten Sergey Brin und Larry Page 1998? Nur Sie zu Hause können übrigens sehen, was beide jetzt notieren. Ich weiß es nicht. Ich kann niemandem helfen. Hast du schon geschrieben? Hast du schon geschrieben, Elias? Nee, ich guck dir zu. Aber Paulina hat schon geantwortet, sehr schnell. Das ist eine interessante Taktik, eine interessante Bluff-Taktik. Du weißt ja gar nicht, ob ich bluffe. Nee, ich weiß nicht. Ich beobachte das nur. Vielleicht weiß ich es auch nicht. Vielleicht weiß es auch nicht, das kann auch sein. Vielleicht. Vielleicht war es ein Doppelbluff. Den hat Joko ja hier eingeführt, den berühmten Doppelbluff. So tut, als wüsste man es nicht, wenn man es weiß. Wir gehen erstmal zu dir, Paulina. Du hast sehr schnell geantwortet. Ich nehme an, du hast es gewusst und du sagst... Google. Google. Die Antwort Google ist richtig. Die Frage ist nur... Hat Elias lange so getan, als wüsste er es nicht, oder? Elias wusste es. Wusste Elias es wirklich? Ja. Er wusste es, sagst du? Elias liest gerne den Spiegel. Das stimmt. Ich weiß. Aber nicht, also ich guck nicht, ich lese den Spiegel. Ja, du liest so, jede nein, Woche. Ich lese immer den Spiegel, guck mich da selber an. Nein, du liest ja wirklich immer, also ich glaube, das weißt du. Das heißt, du setzt keine Münze, er bekommt den Punkt. Ja. Damit steht es 1-1 und... Dürfte ich wissen, einfach jetzt so? Leider nicht. Wir werden es nicht erfahren. Glaub mir einfach, wenn ich was sage, ist es so. Ich bluff nicht. Genau, das ist das Prinzip des Spiels. Wenn er das sagt, dann ist das so. Die nächste Frage lautet, wer am 1. August geboren wurde, hat das Sternzeichen... Das weiß doch unsere Astrologin. Paulina könnte es wissen.
Wie ist dein Horoskop? Astrolinski. Meine Sternkunde. Ist total toll. Ich schaue es mir immer an. Cool, danke. Lenk mich nicht ab. Ich lenk dich nicht ab. Du beobachtest Elias. Was ist das bitte für ein Sternzeichen, das über 3 Zahlen geht? Ich mal dich. Du malst das Sternzeichen. The Zodiac Sign wird von Elias gemalt und nicht geschrieben. Aber du hast ja nicht im August Geburtstag. Was? Du hast ja nicht im August Geburtstag, du hast im April Geburtstag. Ja, und du hast im Mai Geburtstag. Aber ich wisst ihr, wer am 1. August Geburtstag hat? Ja. Du bist fertig auch, Elias? Okay. Paulina hat schon geantwortet und Paulina sagt... Löwe. Löwe ist das Sternzeichen, das am 1. August Geburtstag hat. Und diese Antwort ist richtig. 2 Punkte für Paulina. Und die Frage, hast du es auch aufgeschrieben, Elias? Ja, sicher. Löwe, ja. War dir gleich klar, weil das muss ich rausfinden. April, Mai, August, Löwe, man kennt sich also aus. Also ich weiß, dass Elias jetzt nicht unbedingt die Sternzeichen auswendig kennt. Aber ich weiß, dass Elias einer von 3 Brüdern ist. Das heißt, da sind sehr viele Geburtstage und ich könnte mir vorstellen... 3 von 12. Ja, plus dann die Partner und dann doch die Familie. Okay. Und dann weiß man ungefähr, was das Sternzeichen ist. Aber andererseits, ich habe 3 Münzen. Das ist richtig. Du könntest auch einfach mal eine auf Verdacht setzen. Ja. Ich könnte einfach mal eine setzen. Möchtest du das machen? Ja. Ja, Paulina setzt eine ihrer Münzen, weil sie glaubt, vielleicht hat Elias da nicht Löwe stehen. Damit muss er aufdecken und uns sagen, was er tatsächlich aufgeschrieben hat. Ich habe keine Ahnung davon. Null. Was ist denn dem hier? Okay. Hast du überhaupt was aufgeschrieben? Stier. Stier, okay. Nein, Stier ist nicht ganz richtig. Ich bin Stier und habe im April. Und Mai ist auch noch Stier. Kurz vor dir. Du bist Zwilling. Das kommt nach Stier. Du behältst die Münze, Paulina, du kannst sie wieder zurücknehmen. Sorry. Elias ist bekommt keinen geil. Punkt, weil er es nicht wusste. Aber darf ich jetzt wissen, ob du Google wusstest? Vielleicht. Erzähl ich dir nachher. Okay. Damit gehst du Es ist eins das erste Mal gewesen, dass ich geblufft habe. Okay, dann wusste ich. Ich bluffe jetzt auch nicht mehr. Okay. Wirklich. Ich höre jetzt auf damit. Na gut. Es steht 2-1. Und die nächste Frage ist, wie heißen die Kegel beim Bowling? Wie heißen die Kegel beim Bowling? Ihr habt beide schon? Sicher. Sicher? Dann Paulina, du löst als erstes auf. Kegel. Die Kegel beim Bowling heißen auch Kegel? Why not? Die Antwort Kegel ist falsch. Denn die richtige Antwort ist Pins. Okay. Es macht nichts, du bist ja in Führung. Und es geht ja nur um die Frage jetzt, kann Elias aufholen oder nicht? Hat er es gewusst oder nicht? Elias, Frederik Lau und ich hatten ja für Nightlife ein Shooting auf der Bowlingbahn. Und ich versuche mich gerade zu erinnern, wie du bei dem Shooting-Tag performt hast. Gerade was die Pins angeht. Ich glaube, du weißt es nicht. Ich setze meine Münze. Paulina ist ganz schick, lässt sich nicht mehr beirren. Keine Nachfragen, die Münze ist gesetzt. Elias muss uns sagen, was er aufgeschrieben hat. Ich habe als Singular geschrieben, Pin. Hast du? Ja, aber ist auch eigentlich richtig, das oder? Das ist ein Punkt. Ja, ne? Das ist ganz klar. Ich hätte Pins schreiben müssen, aber... Nee. Pin. Na gut, okay. Paulina, du verlierst leider die Münze. Mhm. Du müsstest sie mir... Ciao! Das wäre Ding... Bitteschön. Ja. Danke. Okay. Aber du hast noch 2. Erst wenn du keine mehr hast, ist alles vorbei. Also noch ist alles recht entspannt. Die nächste Frage ist, welche Schauspielerin erhielt für ihre Rolle als Rose DeWitt Bukater eine Oscar-Nominierung? Rose DeWitt Bukater. Ist für einen Oscar nominiert worden. Wir suchen die Schauspielerin,
die diesen Namen trug in der Rolle. Den Buchstaben Rose. Beschrieben, aber ist ja egal, ne? Also ist ja wurscht. Ja, wenn du mir das sagen kannst, dann. Okay. Sehen wir über Rechtschreibfehler weg. Rose the Wit Bucator. Ja. Elias schreibt noch. Ja. Okay. Damit haben beide eine Antwort aufgeschrieben. Wir gucken erst bei Palina. Palina, was ist deine Antwort? Ich bin mir halt nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube, es war Titanic und Kate Winslet. Also Kate Winslet ist deine Antwort? Ja. Palina sagt Kate Winslet und Kate Winslet ist richtig. Du bekommst einen Punkt. Damit sind es 3. Film. Könnte auch Elias gewusst haben. Hast du Kate Winslet gleich auf dem Schirm gehabt? Es kann nur eine Rose geben in der Filmgeschichte. Das muss sie rausfinden. Ja, ich glaube, der weiß es. Glaubst du? Ja. Das heißt, du gibst ihm den Punkt und ja. Wir gehen einfach weiter. Ja. Sehr gut, Elias zieht nach. Es steht 3-3. Münzensituation bleibt gleich. Dann kommt hier die nächste Frage. Wie nennt man die mittlere männliche Gesangsstimme? Die mittlere männliche Gesangsstimme ist gesucht. Wie wird die genannt? Beide haben aufgeschrieben. Sehr gut. Dann, Palina, bin ich gespannt, was deine Antwort ist. Keine Ahnung. Hast du geraten oder irgendwas? Ich habe jetzt irgendwie in meinem Gedächtnis rumgewühlt. Ich habe jetzt Bariton oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Bariton gesagt. Bariton. Bariton. Palina sagt Bariton, das ist die mittlere männliche Gesangsstimmlage und Bariton ist richtig. Du hast einen Punkt, damit hast du 4 Punkte. Und die einzige Frage, die dich jetzt noch beschäftigen sollte, ist, kennt Elias sich in der mittleren Männer-Gesangsstimmlage aus? Ich glaube, ja. Ja? Ja. Bariton. Setz doch so eine Münze. Nee. Setz ich nicht. Nee. Du weißt es. Singst du gerne? Er rappt gerne. Er rappt gerne. Ich weiß, dass er einen Rap-Song hat. Ich rappe? Ja, mit Farid Bang, oder? Nee, mit Echo. Mit Echo war das. Mit Echo Fresh, ja. Grüße an der Stelle. Und Freddy Lauk und Kida und Sido. Ach, genau, ja. Sido war es. Ja. Wie hieß der Song nochmal? Mach mal keine Filme. Mach mal keine Filme. Sehr gut. Gut, wenn du ihm den Punkt gibst, dann steht es 4-4. Hm? Und. Hör einfach auf mich. Und? Einfach mal auf mich hören. Es steht jetzt 4-4, ja? Mhm. Bei 5 hat man dieses Finale gewonnen. Ja. Das heißt, wir gucken jetzt bei der nächsten Frage, ob du die richtige Antwort hast. Wenn du die richtige Antwort hast, dann hättest du 5 Punkte. Weil ihr aber gleich auf seid, hast du das Finale noch nicht gewonnen, sondern wir schauen, wie in allen anderen Runden zuvor, auch bei Elias. Setzt du deine Münze, setzt du deine Münze nicht. Aha. Sehen wir dann, wenn ihr aber beide wieder gleich auf seid und 5 Punkte habt jeweils, dann spielen wir, ist wie Elfmeterschießen. Okay. Sudden Death, so lange, bis einer quasi den Punkt für sich entscheidet. Okay. Okay? Aber wir gehen erst in die nächste Runde und schauen mal, wie es läuft. Die Frage, die es zu beantworten gilt, ist, das Land der 1000 Seen oder wie der Staat richtig heißt. Also wir suchen den Staat, den man auch das Land der 1000 Seen nennt. Welchen Staat meinen wir da? Das Land der 1000 Seen. Ja. Also wenn Palina, du jetzt nicht die richtige Antwort hast, dann musst du Elias auf jeden Fall anzweifeln und eine Münze setzen. Sonst hätte er automatisch gewonnen. Und wenn Elias dann richtig liegt, hat er natürlich das Finale gewonnen. Du
Du hast schon? Ja, klar. Na klar. Okay, ich habe keine Ahnung, Mann. Come on. Es bringt euch auch nichts, wenn ich es nochmal sage, ne? Das Land der tausend Seen. Ein Nationalstaat wird gesucht, genau. Sieht man auch. Das Land der tausend Seen nennt. Okay. Warte. Ja. Oh. Mann! Warte, ich hab's gleich. Ich muss leider, ja, sehr gut. Ach, ich hab keine Ahnung, Mann. Das merkt man nicht. Ich weiß noch nicht mal, wie das geschrieben ist. Ach, Mann. Ich muss leider die Frage schließen. Ja. Sorry. Drei. Ah, es heißt so. Zwei. Eins. Perfekt. Mm. Du wirkst nicht sehr glücklich mit deiner Antwort, aber was hast du geantwortet? Massachusetts. Mhm. Okay. Die Antwort Massachusetts ist falsch. Was ist es denn? Denn die richtige Antwort ist Finnland. Oh, na. Nee, das ist doch nicht wahr. Ja, es ist wahr, leider. Mann, das ist richtig. Oh! Ich komme doch aus St. Petersburg. Und St. Petersburg ist gegenüber von Finnland. Und St. Petersburg ist komplett auf Seen- und Moorgebiet gebaut. Und es hat irgendwann mal sogar zu Finnland gehört. Ja. Fuck! Aber weil du dann Nationalstaat und so ein gesagt hast. Es tut mir leid. Du bist schuld, Katrin. Es tut mir leid. Es gibt auf jeden Fall keinen Punkt. Das ist meine Schuld. Ich nehme sie auf mich. Du musst die Münze setzen, sonst hat Elias automatisch gewonnen. Ich setze die Münze. Das bedeutet, Elias, du hast schnell geantwortet. Safe. Weil du wusstest, dass es Finnland ist, oder was hast du aufgeschrieben? Weil ich wusste, dass ich geraten habe. Das ist Norwegen, habe ich gesagt. Du hast Norwegen gesagt? Ja. Norwegen ist auch falsch. Klar. Ganz schön nah dran. Damit steht es weiterhin 4-4. Mann, keine. Ich dachte, habe ich irgendwas falsch verstanden? Ich habe zuerst Mecklenburg. Wegen Nationalstaat. Ich habe Mecklenburg vor. Das Land der tausend. Aber gar nicht schlecht. Das Land der tausend Funklöcher. Es steht 4-4. Paulina hat zwei Münzen. Dieses Finale ist noch nicht gewonnen, aber auch noch nicht verloren. Wir gehen zur nächsten Frage. Alles ist möglich. Meryl Streeps Rolle in Der Teufel trägt Prada erinnert an welche legendäre Chefredakteurin aus der Modebranche? Hm. Den Film gar nicht gesehen. Wenn Paulina jetzt richtig liegt, dann kann sie das hier gewinnen, wenn Elias es falsch hat. Der Teufel trägt Prada. Meryl Streep hat es gespielt und sie hat eine Chefredakteurin gespielt, die es auch in echt gibt. Oder die zumindest an sie erinnert. Und welche Chefredakteurin ist da gemeint? Ihr habt beide aufgeschrieben? Okay, gut. Dann lösen wir auf, Paulina. Anna Wintour. Anna Wintour, die Antwort Anna Wintour ist richtig. Chefredakteurin der Vogue. Paulina, du führst jetzt. Du hast jetzt 5 Punkte. Ja. Elias weiß es. Wenn du ihn nicht, also wenn du deine Münze nicht setzt, dann ist es weiterhin Gleichstand. Dann steht es 5-5. Mhm. Okay, wenn du setzt und er hat das Falsche aufgeschrieben, dann hättest du dieses Finale gewonnen. Ja. Okay, du setzt dich. Nö. Gut. Dann bekommt auch Elias seinen Punkt. Es steht 5-5 und wir machen einfach weiter. Sehr spannendes Elfmeterschießen. Jetzt geht das Elfmeterschießen los. Verbal. Mit der Frage könnt ihr gewinnen, wenn ihr die Antwort auf diese Frage kennt, A, B oder 0. Welche Blutgruppe ist bezogen auf die gesamte Weltbevölkerung die häufigste? Die häufigste Blutgruppe auf der Welt. Ist A, B oder 0? Hm.
Für alle zu Hause, solange es quasi Gleichstand ist, spielen wir hier einzelne Runden, bis jemand in Führung geht und das Finale für sich entscheidet. Genau. Ihr habt beide geantwortet. Es gab nicht viel aufzuschreiben. Lösen wir auf. Paulina, du guckst so unglücklich. Ich habe jetzt Blutgruppe A geschrieben. Blutgruppe A hast du geantwortet? Die Blutgruppe A ist falsch. Was ist das denn? Null ist die richtige Antwort. Die Blutgruppe 0 kommt am häufigsten vor. Und es ist ja nicht so schlimm, wenn Elias es auch nicht gewusst hat. Ich glaube, er weiß es nicht. Elias, wenn du es jetzt richtig hast, hast du das Finale gewonnen. Ich wollte es nur noch mal verdeutlichen. Die Münze ist gesetzt. Mann, ich wollte sogar noch mal 0 schreiben. Aber dann habe ich gedacht, 0 kann ja allen spenden, aber niemand kann 0 spenden. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist es doch nicht die häufigste. Aber vielleicht hast du ja Glück und Elias sieht nicht nach. Was hast du geantwortet? Mir war ganz klar, dass es B ist. B? Wirklich? Dabei, dann bleibt es bei 5. Ich will nur so ein Ausrufezeichen. Das ist, ich bin so sicher. Ich dachte B. Du behältst die Münze nach wie vor. Oh Gott, das ist so spannend. Ich kann nicht mehr. Nächste Frage. Oh. Wo ist denn der Wodka da? Zu den tierischen Freunden von Ariel zählen die Krabbe Sebastian, der Fisch Fabius und Skuddle. Eine Punkt, Punkt, Punkt. Was ist Skuddle? Skuddle? Es kann... Wir sind hier im Sudden-Death-Modus. Kann nicht wahr sein. Ich habe Ariel ungefähr 553 Mal geguckt. Und jetzt fällt es dir nicht ein? Es fällt mir nicht ein. Doch, komm, es fällt dir ein. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich. Okay, warte. Mal wieder um. Krabbe, Fisch und Alge. Was ist Nee, der Vater von Ariel wurde ja dann in die Alge verwandelt. Von Ursula, der Meerhexe. Es steht 5 zu 5. Also man kann echt nicht behaupten, dass sie nicht aufs Rätselheft will. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ist auch geil. Hast du eine Lösung aufgeschrieben, Paulina? Aber Sebastian ist nicht wirklich eine Krabbe. Sebastian ist doch eigentlich ein Hummer. Bei Krabben. Eine. Mhm. Eine Muschel. Was ja, eine schreibst Muschel. Du auf? Mhm. Vollkommen geraten. So, die Antwort ist Muschel. Eine Alge. Hast du Alge aufgeschrieben? Soll ich Alge aufschreiben? Ich bin nicht Günther Jauch, man kann nicht mit mir verhandeln. Alge ist geil. Was hast du aufgeschrieben? Ich habe Muschel aufgeschrieben. Muschel. Die Nein, stopp! Ist leider zu spät. Nein! Eine Alge. Das ist auch falsch. Die Antwort Muschel ist falsch, denn es ist eine Möwe. Ach, stimmt! Ja, die Möwe. Er weiß es aber auch nicht. So. Elias, wenn du es richtig You're hast... You're right. Ich hab Krabbe geschrieben. Krabbe. Aber hier steht doch Krabbe. Krabbe ist... Ach, hier Krabbe steht sogar die Frage. Krabbe ist... Ja, wie geil, dass ich jetzt das mitbekomme, dass die Frage hier unten steht. Ich wollte mich nochmal nachfragen. Möwe. Oh nein. Ja. Ich hab das in der Frage... Ich war mir nicht sicher, ob du es gesagt hast. Dann dachte ich, ich frage jetzt nicht nochmal nach, weil sonst verrate ich mich. Und ich war die ganze Zeit so, hey, hoffentlich hätte ich nicht Krabbe gesagt. Und dann steht es hier unten. Ja. Ich sehe jetzt zum ersten Mal, dass die Fragen da unten stehen. Aber damit steht weiterhin 5 oh zu 5. Oh mein Gott, aber und ich hätte eh nicht gewusst. Paulina oh behält Gott. Die Münze und wir spielen einfach noch eine Runde. Das war die einzige Frage, die ich nicht wusste. Okay. Ja. Wo sind wir? Okay. Die nächste Frage ist, The Final Countdown war in den 80ern ein Mega-Hit für welche Band?
Ja, fuck you, ey. Sorry. Ah, ich weiß es. Nee. The final countdown. Ein Mega-Hit in den 80ern. Genau, aber von wem kommt er? Die... Wir sind bei 5. Ich weiß es doch eigentlich, Mann. Wer jetzt in Führung geht, gewinnt das Finale. Was antwortest du, Paulina? Ich weiß es eigentlich. Ich habe den auch schon mal aufgelegt sogar. Deswegen. Und die Band heißt so, wie man heutzutage auf jeden Fall keine Band nennen würde. Wir bräuchten den Namen oder einen Tipp. Ja, könnt ihr mir einen Tipp geben? Ihr wisst es doch. Du musst aufschreiben, Paulina. Leider. Ich muss die Frage zumachen. In 3, 2, 1. Was hast du aufgeschrieben? Die haben irgend so einen komischen Namen. The Nation. Das hast du aufgeschrieben? Ja, ich habe The Nation aufgeschrieben. Okay. Das ist wirklich komisch, der Name von der Band. Ja, die haben so einen... Das ist wirklich, ohne Scheiß, das ist richtig komisch. Die Antwort von Paulina ist falsch. Die Band hieß Europe. Ah, Europe. Das war Europe. Europe. Aber er weiß es nicht. Paulina hat die Münze schon gesetzt, weil sie weiß, sie muss sie setzen. Das ist die einzige Möglichkeit, Elias zu stoppen. Jetzt kommt es drauf an, hat Elias da Europe stehen? Aber ich war nicht so weit weg. Nation, ich wusste, das ist irgendwas mit so... Ja. Wenn Elias da Europe stehen hat, hat er auf jeden Fall das Finale gewonnen. Elias, was hast du aufgeschrieben? Also ich habe hier ein E, aha, ein U, ein R, ein O, ein B und ein E. Damit steht fest, Elias Verrett gewinnt ein Rätsel. Ja, Mann! Elias hat das Finale gewonnen. Das ist doch echt Cover. Es ist nicht wunderschön. Ab morgen gibt es diese Wunderschöne. Herzlichen Glückwunsch! Joko! Paulina, sei nicht traurig. Ja, ich schenke dir. Es ist deins. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis ganz bald, Joko. Schade, dass du nicht noch mit im Finale warst. Danke für diese schöne Show. Es hat nicht sollen sein. Vielen lieben Dank an Katrin Bauerfein. Sehr gerne. Vielen lieben Dank an Paulina Roszynski. An unsere wunderbaren Wildcard-Gewinnerin. An Senna, Luisa und Anna. An Marc, der noch dabei war. Vielen lieben Dank an Elias. Vielen lieben Dank an Thomas Gottschalk. Vielen lieben Dank an Sie zu Hause, dass Sie eingeschaltet haben und dabei gewesen sind. Und vergessen Sie nie, diese Band da hinten heißt The Mighty Winterscheids. Mein Name ist Joko Winterscheid. Das ist meine Show. Nur um das ganz kurz nochmal klar zu machen. Wir sehen uns wieder. Versprochen. Bis bald.